Hallo, was geht? Und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um ein paar Sachen, die ich neu geholt habe. Meine Supplements ein bisschen aufgestockt wieder, aufgefüllt. Training heute schon gewesen. Mir tut irgendwie gerade alles Oberkörper. Am Oberkörper tut mir alles gerade weh. Dachte mir, erzähl mal so ein bisschen, wie ich jetzt mein Training überhaupt vorhab. Also, ne, im Endeffekt, was für einen Split ich fahren will. Ne, auf was für eine Wiederholungszahl will ich. Was für Supplements nehme ich, können wir auch mal kurz eben anschneiden. Und zwar, womit fangen wir denn jetzt an? Also aufgestockt habe ich eigentlich schon mal. Die habe ich sogar tatsächlich wieder von einer anderen Weich, von einer anderen Marke. Da ich ein Problem mit habe, eigentlich so ein bisschen meinen Vitaminhaushalt ordentlich zu halten in normaler Ernährung, weil eigentlich muss ich mir sowieso meine Ernährung mal anpassen, aber Vitaminpräparat, meine Tabletten sind es ja, auch mal auf, wieder aufgestockt, die andere Dose leer. Sind übrigens, wenn man eine passende Dose hat, wo man die aufbewahren kann, es gibt so klein, die kannst du in der Hosentasche stecken. So, das war so das, was ich aufgestockt habe. Also, jetzt Vitamine bloß mal eine andere Marke, wie ich es vorher hatte. Und vorher kann ich auch nicht essen. Das sind jetzt auch Kapseln, die sollten eigentlich besser untergehen wie diese merkwürdigen, ekligen Tabletten. Dann gehen wir mal auf die normale Supplementierung. Oder erst das Training. Naja, wir machen mal erst die Supplementierung, wenn man schon so weiß. Also klar habe ich ein Protein. Normales Whey-Isolat. Auf jeden Fall ein normales Whey-Protein. Dann kommen wir mal zu meinen aktuellen Supplements und wie ich sie überhaupt konsumiere. Ich habe normales Whey-Protein. Das hole ich jetzt nicht von aus der Ecke mal raus. Gibt es ein Shake täglich. Dazu kommt dann noch so ein bisschen Kreatin dazu, wenn ich es mal nicht vergesse. Ein bisschen Glutamin. Also das Kreatin und das Glutamin kommt immer mit in meinem Whey. Mit zugemischt einfach. Warum soll ich dafür jetzt für jeden Scheiß einen extra Shake fertig machen? So, womit machen wir denn als nächstes mal weiter? Dann haben wir noch meine, vorhin war schon gesagt, die Aminos. So zwei Kapseln, je nachdem. An Trainingsfeiertagen sind zwei Kapseln morgens und dann abends nochmal zwei. Das sind immer noch Tabletten, aber okay. Ja, das nächste, was wir jetzt so haben, das ist so rein haushaltstechnisch. Braucht man jetzt so nicht zwingend. Kann man eigentlich alles über Ernährung zu sich nehmen. Zink, eine Kapsel jeweils morgens. Dann haben wir noch die Omega-3-Kapseln. Im Endeffekt, ja, Omega-3 ist sehr viel in Fisch enthalten zum Beispiel. In anderen Nährstoffen eher wenig. Und dann wie vorhin, ich hole das andere jetzt nicht extra auch noch vor, noch ein paar Vitaminkapseln, einfach um meinen Vitaminhaushalt einigermaßen im Griff zu halten, damit ich da auch einigermaßen, ja, mein Vitaminhaushalt stimmt zu dem, was ich brauche. Was braucht man davon ernsthaft, wenn man jetzt Sport bei? Und dann wollte ich ja noch erzählen, wie es mit meinem Dinges aussieht, wie mein Trainingsplan jetzt aktuell aussehen soll. Ich werde einen Split fahren. Ich werde, jetzt muss ich selber gerade überlegen, das läuft auf einen Dreier-Split hinaus. Wir machen es erstmal auf einen Dreier-Split, vielleicht gehen wir nochmal hoch auf einen Vierer. Halb so Standardsachen, halb Rücken, Bizeps zusammen und ein Teil Schulter. Dann hast du einen Tag dann Brust, Trizeps und wo ich dann auch noch ein bisschen Bauch und wenn ich das am Vortag nicht schaffe, unten den Rückenstecker zur Stärkung der Lendenwirbelsäule. Boah. Tja, und das letzte ist ein ganz normales Beintraining. Radio gehört da auch mit zu. Noch genauer werde ich da jetzt erstmal nicht drauf eingehen, sonst. Und zum Schluss soll ich vielleicht mal kurz sagen, das Video kommt erst nach 3 Wochen, eigentlich zu wenig. Ich wollte eigentlich mehr, es ist aber einfach so ein paar private Gründe mit bei gewesen. Ein paar Sachen, die wollte ich am Ende dann doch nicht filmen. Ein bisschen auch auf andere Sachen nochmal konzentriert erst. Gut, das war's auch für dieses Video eigentlich schon. Ich freue mich über jedes Kommentar. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Auch ruhig mal ein paar Tipps, worauf ihr Bock habt, was man machen soll. Nein, kommen wir rein.